Und dann gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, jetzt zu diesem Koboldlager zu gehen, ob wir das schaffen. Wir sind schon eigentlich ganz gut dabei jetzt von der Stärke. Gerade eben in dem Kampf habe ich halt versucht, die ganze Zeit hochzuheben, deswegen sah das vielleicht nicht ganz so clean aus. Das mache ich jetzt aber in dem Kampf bestimmt wieder gut. Wenn die uns nicht gleich fertig machen. Wir werden es sehen. Noch ein ganzes Stückchen bis zu dem Koboldlager, ne? Hier war irgendwas. Sammeln nur mal schnell die Mondsteine noch ein. Wer bist du denn? Hallo? Okay, also hier ist nicht alles böse. Es gibt ja auch noch gute Menschen in den tiefen Wäldern. Was haben wir hier für ein Symbol? Handbuchseiten. Okay, und hier Schatzgewölbe. Ja, so eine Handbuchseite. Sag ich nicht nein. Beasts welcome. Schwarzer Hybride. Der schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollen Besitztümern, die Archie Bickle in seinem Versteck aufbewahrt. Und die liegt hier einfach mitten am Boden. Das ist ja voll geplündert worden, ne? Ha. Kreuzspinnenboote. Na, oder? Ja, komm, no risk, no fun. Aber eigentlich will ich jetzt nicht gegen welche Spinnen kämpfen. Oh, das ist schlecht. Okay, sehr gut. Eine haben wir. Oh, shit, die hat mich überrascht. Nein, 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 du greifst dich nicht ein. Alter. Acht Beine sind einfach zu viel. Ja, bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Spinnenfangzahn. Naja, so Spinnen müssen echt nicht sein. Aber die haben wir gut erledigt. So, weiter in diese Richtung. Schau mal. Kreuzspinnenschütze. Schön abgefackelt. Hier bin ich richtig. Guck mal, hier müsste noch eine sein, oder? Machen wir die auch noch weg. Dunkler Straßenköter. Lol. Straßenköterfell. Es ist hier wieder, ja, es ist wieder so ein Merlin-Rätsel. Welch angenehme Überraschung. Wohl wahr, dann lass uns mal dieses Rätsel aktivieren. Und jetzt? Soll ich die jetzt alle verzaubern? Leviosa. Nee. Okay. Hier an der Seite war noch einer. Noch mehr? Hier müssen noch welche sein. Frage ist nur, wo? Auf Floor fliegen, kann man immer brauchen. Da hinten. War's das? Nee.
Es scheint hier auf jeden Fall nochmal welche zu geben. Dieses Mal haben wir keinen Zeitdruck. Sieht interessant aus. Stimmt, ich kann einfach mal Revelio nutzen. Da oben. Damit wird das erledigt. Ein weiteres Rätsel gelöst. Mega. Und das Ding ist, wir haben uns jetzt damit ein Inventar-Upgrade verdient, oder? Wenn ich mal kurz gucke, hier Herausforderung. Erkundung. Löse 2 Prüfungen Merlins, mehr Platz für Ausrüstung, Inventar, Erweiterungsbelohnung. Let's go. So. Das geht dann wahrscheinlich auch so weiter. So, beim Kampf, da hätten wir... Besiege 10 Spinnen für die Spinnenschlechter-Rüstung. Lupusschutz 1, wenn wir Straßenköter erledigen. Okay, und hier? Ah, hier unten. Sammle Handbuchseiten im Hochland. I see, okay. In Ordnung. Mega cool. Neue Inventarplätze freigeschaltet. 4. Gucken wir doch mal. Also Ausrüstungsplätze sind es ja nicht, ne? Doch, auch. 24. Das heißt, wir können jetzt 4 mehr Sachen tragen. Der ist geil. Der ist mega geil. Der ist so blau und dann diese goldene Rand. Das passt ja mega dazu. Sowas von. Voll einen neuen Griff drauf gemacht. Dann haben wir noch im Inventar. Ja, alle möglichen Sachen, die wir gesammelt haben. Die Hausmarken müssen wir mal abliefern. Aber jetzt gucken wir mal noch zu diesem Koboldlager. Auch wenn ich immer noch glaube, dass das keine gute Idee ist. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Komm, vorsichtig. So. Ausgeschaltet. Du bist widerlich. Aber sowas von. Revelio. Okay, weiter geht's. Also, die Leute hier juckt's gar nicht, die vorbeigehen. Die denken sich so, ja, schöner Tag hier im Wald. Ja, guck dich an. Hättest mir auch helfen können. Hättest mir auch helfen können. Und da vorne ist es schon. Das Lager der Kobolde. Jetzt ist halt die Frage, ist es schlau, hier eine direkte Offensive zu starten? Eigentlich ja nicht. Ein Lager. Das muss es sein. Befreie die Karren aus dem Lager. Ich würde jetzt erstmal hier einfach den Zauber wirken, dass ich unsichtbar bin. Dann gehen wir hier mal rein. Aber wenn du nicht so viel isst, schaffst du tatsächlich mehr. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Wieger der Anhänger. Diese Duellleistungen kann man hoffentlich unbegrenzt wiederholen, wenn man die jetzt nicht viel macht. Also ich denke mal, es wäre sinnvoll, die einfach alle wegzumachen, oder? Was hätten wir denn noch? Ich meine, das ist schon ausgerüstet. Ja, Vadra Kedavra wäre jetzt natürlich sinnvoll. Alter, wie geil. Ja. Wingardium Leviosa, das könnten wir brauchen für diese Kisten. Ja. Beschwörungszauber, holy. Das haben wir schon. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, so wie es aktuell ausgerüstet ist. Wie klaue ich dem denn die Armbrustbolzen? Soll ich da jetzt quasi ranschleichen? Ich könnte gerade im Stehen einschlafen. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Petrificus Totalus. What?
Ich wusste nicht, dass es geht. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Mit Leuten, die dann für mich arbeiten. Soll ich jetzt einfach mal die Offensive starten? Ich weiß nicht, wie das mit diesen Armbrustbolzen gemeint ist, wie man die klauen soll. Keine Ahnung. Ist das vielleicht irgendwie erklärt? Duellleistungen? Herausforderungen dann, ne? Kampf? Und Aufträge? Abgeschlossen. Wir haben schon einiges gemacht, ne, wenn man mal guckt. Sind gut dabei. Eulenpost. Vorgeschlagene Stufe 2, also das sollten wir eigentlich gut hinkriegen. Ja, keine Ahnung. Also ich denke jetzt schon, dass wir das wiederholen dürfen. Petrificus Totalus. Upsi. Ja, und jetzt würde ich einfach sagen, die letzten beiden... Weg damit! Alter! Komm schon! Magst du Schmerzen? Oh, der ist durchgegangen. Na, probier's nochmal. Da war was mit RB. Warte. Yes, das war's. Wie viele sind denn hier noch? Die sind hierher appariert. Alter, wer bist du denn? Oh, erstmal mit dem Amboss. Komm schon. Jetzt setze ich mal Protego einfach hin. Wie viele? Oh Mann. Mal sehen, was du diesmal zu bieten. Alter, ich bin noch ausgewichen. Ich versuche jetzt gerade dieses 10-mal Blocken zu schaffen. Okay, komm, weiter. Noch 8-mal. Ist ja fast geschafft. Wo steht der denn? Da oben! Das sind so viele! Du bist fürchterlich unterlegen. Bist du dir dessen nicht bewusst? Komm schon wieder. Du kannst dich nicht aufhalten. Ganz einfach aus. Alter, okay, es ist nicht gut. Ich muss hier mal ganz kurz raus. Sekunde. Sekunde. Okay. Alles gut. Mir geht's gerade nicht ganz so gut. Was macht er da? Ich bin down. Alter. Deine Reise ist beendet. Beginne neu spielen. Nein, versuche es erneut. Ja, ab letztem Checkpoint. Alter. Aber dieses 10-mal Blocken, das kriege ich hin. Das will ich jetzt schaffen. Wenn wir schon diesen Bolzen klauen konnten. Aha, da bist du ja. Wie viele sind denn hier noch? Wie ist jetzt eine neue Duellleistung? Hä?
hier. Das sind ganz andere Duellleistungen auf einmal. Hier. Ich bin ausgewichen, ich hab's gedrückt. Ich schwöre. Versuch's nochmal. Das war gar nicht schlecht. Wir haben sie. Und jetzt zu Arns Karren. Revelio. Holy. Also sind diese Prüfungen immer anders. Die schmieden sich hier auch Ausrüstung. Ist das hier oben? Okay. Hier ist dann so eine Art. Also hier sind die Karren erstmal. Machen wir mal auf. So, die müssen jetzt von selbst wieder nach Hause fahren können. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arn zurück. Perfekt. Ah, nicht nur einer. Da kommt noch einer. Sehr schön. Da wird er sich aber freuen. Was haben wir hier noch? Dunkelgrauer Schal. Bisschen Geld. Hier diese ganzen Kügelchen. Wird noch ein bisschen geschmiedet. Ich glaube, wir gucken hier später nochmal vorbei. Weil auch allein das Rätsel hier können wir jetzt ja gerade nicht machen in dem Moment. Man da rein. Egal. Revelio. Ich denke, das war's hier dann erstmal. Aber echt der Wahnsinn, wie sie sich dann herappariert haben, da auf einmal aufgetaucht sind. Schon sick. Schade, dass wir jetzt diese eine Challenge nicht angehen konnten, aber die kommt bestimmt nochmal. Aber jetzt wissen wir schon mal, dass die zumindest nicht aktiv verbunden sind mit irgendwelchen Aufgaben, so als Nebenziele oder so. Als optionale Ziele, so Assassin's Creed-Style-mäßig, dass du irgendwie Luftattentaten machen musst. Quasi, dass du, ja, weißt du schon? Das sind einfach so Nebenherausforderungen, die man immer mal machen kann. Muss jetzt nicht an einem gewissen Ort sein. Das beruhigt mich. Da vorne fährt auch schon noch der Karren. Schauen wir mal, ob wir den einholen können. Der wird sich jetzt wundern. Haben wir es tatsächlich geschafft? Wir haben natürlich auch wieder alle unsere. Tränke aufgebraucht. Fiese Unholde. Übel. Uns fehlen auch noch ein Haufen Zauber, ist auch klar. Wo will er hin? Okay, er fährt links rum. Fährt er hier hin? Ist ja hier sein Lager, oder? Ja, hier. Krass. Das heißt, wahrscheinlich macht er jetzt sogar seinen Laden wieder auf, wenn wir dann gleich bei ihm sind. Vielleicht können wir dann hier irgendwas kaufen. Also sofern er einen Laden hat, aber ich denke schon. Bin ich ja mal gespannt.
Da vorne wartet er schon, noch unwissend, was wir getan haben. Na, dann pass mal auf. Wenn Sie etwas kaufen wollen, fehlen mir leider nach wie vor meine Karren. Ja, gleich umfallen. Gute Neuigkeiten, Arm. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Es war schwer, es war kein Problem. Also, es war schon schwer. Ich glaube, das war schon wirklich schwer. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Das klingt wunderbar, das ist übertrieben. Klingt wunderbar. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Hat mich gefreut. Weggekarrt. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, biete ich gerne meine Waren an. Okay. Genial. Neuer Händler. Und damit haben wir wieder eine Aufgabe erfüllt. Diesem wunderschönen Örtchen. Zu einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Das ist natürlich wunderschön, aber ich glaube doch, dass das Leben dann irgendwie hin und wieder ein bisschen langweilig sein könnte hier, oder nicht? Aber andererseits hat man ja gesehen, man kann hier auch Abenteuer erleben, also vielleicht hat auch schönes Nachttöpfchen erstmal ein bisschen geschüttelt, genau. Ich bin einfach in eine fremde Wohnung gerade gegangen, einfach so. Und ich werde jetzt deren Kiste klauen. So, Pfeil mit goldenem Schnatz. Dankeschön, ich nehme mir noch meinen Besen. Nee, darf ich nicht, schade. Weil ich den Besen nicht nehmen durfte. Ja, ist gut. Mega cool. Mega cool. So, hier nochmal suchen, ein bisschen Geld. Und dann würde ich einfach mal eine Reise machen. Zurück ins Schloss gehen. Das wäre mein Plan. Wenn man sich mal überlegt, was hier noch auf uns wartet, ne? Wie groß diese Karte ist. Nee, wollte ich nicht, sorry. Karte von Hogwarts. Wir sollen hier hin. Da würde ich einfach mal sagen. Wie mache ich das? Muss jetzt das hier aus? Ah, okay. Reisen. Zum Südeingang, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann würde ich fast sogar mal sagen, dass wir hier am Südeingang meinen Break machen. Oh mein Gott, schaut der Boden gut aus. Oh mein Gott. Ist das hier auch so? Da brauchen wir Wingardium Leviosa für. Mega geil. Okay. Haben wir wieder einiges geschafft. Und mit dieser wundervollen Aussicht, da unten wäre wieder ein Rätsel von Merlin. Es ist so genial. Da hinten waren wir, ne? Da ist dieser Steg. Da haben wir gekämpft am Anfang bei dem Zelt. Da waren wir schwimmen. Und da hinten, glaube ich, da in diesem Bereich da... Oh, was macht meine Kamera? Bei diesem Bäumchen da, diesem hellen, das man da rauszieht, bei dem pinken. Da müsste das Dorf gewesen sein. Also schon ein gutes Stück darunter. Wenn nicht sogar noch weiter. Lass mal kurz gucken. Das interessiert mich. Ja doch, das war das schon. Das ist halt schon wirklich weit weg, ne? Und dann guck mal, wie weit du da noch runtergehen kannst. Also... Das ist schon anders. Da haben wir noch einiges vor uns. Aber dann in den nächsten Aufnahmen, in den nächsten Folgen. Da oben der Turm. Da werde ich jetzt gleich mal speichern und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Euer Monster. Ciao, ciao.